Ja, Leute, das hier ist die allererste Folge nach dem legendären Sabaton. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer brandneuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dagi LP, und wie gerade schon angekündigt, der allerersten Folge nach dem Sabaton, ganz genau. Ja, es ist jetzt mittlerweile schon ein paar Tage her, um genauer zu sein, glaube ich, sind es jetzt drei, vier Tage oder so. Mein Zeitgefühl ist leider immer noch so ein bisschen lost und deswegen Verzeihung, falls ich das jetzt hier nicht richtig sagen sollte. Für euch ist es schon ein bisschen länger her und bevor jetzt hier Missverständnisse auftauchen, der Sabaton ist natürlich rein rechtlich noch nicht vorbei, denn wir haben ihn ja nur pausiert auf Grundlage gesundheitlicher Einwirkungen auf meine Person und der andere Grund war der, dass er jetzt in den nächsten Tagen für mich, also für mich jetzt persönlich in 2 Tagen, das Elbenwald-Festival vor der Tür steht und dementsprechend musste ich das ja eh pausieren und wir waren jetzt eine Woche und einen Tag durchgehend live, also wirklich 24/7 natürlich mit Schlafenszeit und Pipapo, aber es war eine gigantische und unglaublich krasse Erfahrung, die ich machen durfte, die ihr machen durftet, hoffentlich, ich hoffe im Positiven, vielleicht auch im Negativen, das weiß ich nicht genau, da könnt ihr mir gerne Feedback in den Kommentaren da lassen. Aber ich glaube, einig sind wir uns in dem Punkt, dass das etwas Einmaliges war, etwas Großartiges und ja, ich möchte auf jeden Fall mal die heutige Folge logischerweise dann dafür nutzen, mit euch mal so ein bisschen drüber zu quatschen, wie das eigentlich so für mich war, wie so meine Meinung darüber ist, ein paar Tage nach dem ersten Teil des Sabatons und genau. Ja, das haben wir übrigens auch im Sabaton gebaut, ne? Das ist so ein Schriftzug, den habe ich hier in den Schwarzen See reingesetzt als kleines Denkmal, weil wir diese Stelle hier im Sabaton abgebaut haben, Leute. Schaut euch das mal eben an und ja, ich weiß, ich habe keinen Elderstab, das hat sich leider inzwischen immer noch nicht geändert. Muss mir also hier wie die ganz normalen Zauberer und Hexen aushelfen mit einem blöden Besen, der hoffentlich nicht rumbackt. Aber naja, drücken wir mal die Daumen, Leute. Das kann ja was werden. Aber auch ganz passend fürs Quidditch-Stadion, das wir jetzt bald bauen. Genau, kann ich mich schon mal so ein bisschen mit dem Besen einüben. Und im September kommt ja Quidditch Champions raus, Leute. Der 2. Trailer kam jetzt die Tage online. Und auch dafür macht es natürlich Sinn, ein bisschen zu üben. Genau. Ja, Leute, also ihr seht da die ganze Fläche, die im Sabaton ausgehoben wurde. Dazu zählt zum Beispiel auch, und das ist ultra spannend, der Berg, wo früher Warp Cobble war. Ja, ihr habt richtig gehört. Früher war an dieser Stelle hier nämlich ein Berg und da drauf war ein Cobble-Quadrat oder Rechteck und da drin war das erste Warp Cobble, was dann irgendwann umgesetzt wurde, weil wir ja mit dem Schwarzen See angefangen haben und das immer weiter hier in die Richtung ausgebaut wurde. Und ja, jetzt verstehen wir auch alle den Grund und ich fand es auch sehr witzig, weil eine Person hatte bei Twitter geschrieben, dass sie jetzt endlich den Grund versteht, warum das überhaupt umgesetzt werden musste, weil, naja, es jetzt halt hier nicht mehr existent wäre, wenn wir es nicht umgesetzt hätten und dementsprechend eine gute Entscheidung. Ja, also ich glaube, es ist sehr eindrucksvoll für alle, die nicht beim Sabaton dabei waren, vielleicht die letzte Folge gesehen haben und sich jetzt wundern, Alter, was denn hier passiert? Es ist natürlich noch nicht ganz fertig, ihr seht, hier der Boden muss noch ein bisschen ausgebaut werden. Hier unten müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was freibauen, denn jetzt muss es ja mit dem restlichen Schwarzen See verbunden werden. Und das wird noch ein Weilchen dauern, glaube ich, also so schnell sind wir damit noch nicht durch. Aber kein Problem, denn wir haben momentan eine Big Five oder eine Big Four, ich glaube eine Big Five war es sogar, an verschiedenen Bauaufgaben, die jetzt in den kommenden LBH-Folgen und auch Staffeln absolut im Fokus stehen werden. Genau. Dazu zählt natürlich der Hufflepuff-Gemeinschaftsraum, der hier noch ein bisschen rausragt, was wir noch kaschieren müssen. Dazu zählt natürlich auch das Quidditch-Stadion, das natürlich nicht minder interessant und spannend ist und das jetzt natürlich auch in den kommenden Wochen, Monaten immer mehr weiter im Fokus gerät. Wir haben natürlich hier schon angefangen, aber ganz ehrlich, Leute, das Quidditch-Stadion genießt immer noch meine volle Aufmerksamkeit, weil ich erstmal eine Aufgabe zu Ende bringen möchte und ich bin schon stolz auf den Fortschritt, den wir generell hier gemacht haben mit dem Umfang und dem Ausbau hier. Dass wir schon wissen, wo das am Ende stehen soll. Ich finde es episch eigentlich, dass ja, wir diesen Vorbau hier schon gemacht haben und der Rest, der wird erstmal ein bisschen pausiert, aber ich weiß nicht wie lange, also seid jetzt nicht traurig, wenn ihr euch so auf den Bau vom Quidditch-Stadion freut, so lange wird es nicht dauern. Genau, aber es gibt ja natürlich noch andere sehr wichtige Aufgaben. Ich glaube, es war doch eine Big Four, Leute. Wobei, wenn man den Schwarzen See noch als Hauptaufgabe dazu zählt, dann ist es eine Big Five. Also, wir sind jetzt hier beim Hufflepuff-Gemeinschaftsraum, ne? Der gehört auch zur Big Five oder Big Four. Nennt es, wie ihr wollt. Und dann gibt es natürlich noch die andere Aufgabe, die da direkt anschließt. Und die nennt sich Kerkerbereich. Ganz genau, Leute. Der Kerkerbereich. Den zeige ich euch auch mal eben gerade ganz kurz.
der wurde ja hier damals schon angefangen. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, Leute, ich glaube, wir werden das Wandprofil hier noch einmal komplett abreißen und neu bauen. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so schön und irgendwie stört mich das auch. Und ja, deswegen würde ich den Gang hier gerne nochmal ein bisschen überarbeiten. Aber das ist somit die schwierigste Aufgabe, die ich mir aktuell vorstellen kann. Noch schwieriger als das Quidditch-Stadion. Weil, naja, so ein Gang bauen ist jetzt nicht das Problem, sondern die Aufteilung des Gangs sinnvoll umzusetzen, dass am Ende alle Räume zugänglich sind, die zugänglich sein müssen, dass es so den Flair hat und am Ende auch sinnvoll aufgeht mit dem Platz, den wir hier haben, das ist eigentlich eine Aufgabe, die kann man nicht einfach so drauf losbauen und das macht es natürlich doppelt und dreifach schwer. Und eine andere Aufgabe, die mit dem Gang zusammenhängt, der Slytherin-Gemeinschaftsraum, gehört auch zu den großen, großen Aufgaben, die da jetzt noch vor uns liegen. Und ja, genau, Leute, also wir haben sehr viel vor, wir haben sehr viel zu tun und ich möchte jetzt gerade nicht mehr länger um den heißen Brei quatschen, denn wir fangen direkt an mit der heutigen Aufgabe. Ich werde mal eben als allererste Amtshandlung alle Sachen, die von der Deko-Mod stammen, einsammeln und dann wieder in Clay umtauschen, denn ich würde gerne heute mit euch alle Schlafräume einrichten, die da schon ready sind und die wir einrichten können. Das sind nämlich einige, wir haben ja in der letzten Folge sehr, sehr viel in die Richtung gemacht. Wir haben ja sehr viele Räume ausgebaut und ausgestattet und die müssen jetzt eigentlich nur noch eingerichtet werden. Und genau, das möchte ich jetzt halt mal machen, damit wir da langsam aber mal sicher vorwärts kommen. Denn, ja, ich will keine Hektik reinbringen und mir macht die Aufgabe mit dem Hufflepuff-Gemeinschaftsraum immer noch sehr viel Spaß. Aber ich würde auch nicht Nein sagen, wenn wir jetzt bald mal mit den anderen Aufgaben anfangen. Naja, ich freue mich halt aufs Quidditch-Stadion, Leute, lasst mich. Ich bin halt... sehr hyped darauf, genau, und deswegen, werde ich jetzt hier ein bisschen mich, nicht hinmachen, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also, genau. Steinwandhalter war keine Dekomod, das war eine Dekomod, ist hier noch irgendwas aus der, ja, das ist noch aus der Dekomod, also schon ein paar Sachen, aber ich weiß auch noch, wo andere Sachen sind. Ich werde übrigens auch alles eintauschen, was tendenziell für die Schlafräume benötigt wird, einfach damit wir erstmal wissen, wie viel haben wir jetzt überhaupt, wie viel können wir nutzen. Und deswegen wäre es jetzt nicht schlimm, wenn ich irgendwie Betten eintausche, die eh gesetzt werden müssen, weil ich... Oh, nevermind, Leute, alles klar, wir haben das Problem gelöst. Das ging jetzt etwas schneller als gedacht. Lol, wieso steht denn da ein Deko, eine Deko-Bench, die fast komplett... Ich bin die ganze Zeit von dieser Kack-Deko-Bench ausgegangen. Lol, guckt mal nämlich hier. Da ist fast nichts mehr drin. Also wir tauschen uns jetzt natürlich hier trotzdem ein. Ich hätte noch ein paar Orte in Hogwarts gehabt, wo wir Sachen hätten mitnehmen können, aber das ist ja mal mega, da sparen wir ja ultra viel Zeit mit. Okay, ja, manchmal muss man halt einfach auch mal Glück haben, Leute. So, zum heutigen Thema, Leute. Der Sabaton hat jede Erwartung übertroffen. Das habe ich im Sabaton selber schon gesagt. Das sage ich jetzt hier an der Stelle auch wieder. Ich habe in meinen kühnsten Träumen vielleicht von maximal 6 Tagen bin ich ausgegangen, die das Ganze laufen wird. Und da war ich schon so ein bisschen optimistisch. Meine Tendenz war so zwischen 4 und 6 Tage. Ich dachte mir schon, dass ihr da, oft mal gerne abgeht und auch gerne mal ein bisschen übertreibt, so, um das mal so zu formulieren. Aber dass ihr da auf diese Art abgeht, wie ihr da abgegangen seid, das habe ich so nicht kommen sehen. Das hat mich komplett geflasht und komplett aus den Socken gehauen. Und das hat sich ja schon am allerersten Tag angedeutet. Also bereits am allerersten Tag war abzusehen, dass das Ganze völlig eskaliert, weil die meisten Spenden sind logischerweise auch am ersten Tag reingekommen. So viel war mir eigentlich schon zu Beginn klar, dass das so passieren wird, weil, da ist das alles noch so ganz neu und logischerweise, ich denke, da seid ihr auch von ausgegangen, oder Leute? Genau, jedenfalls, sind dann sehr viele Leute dazugekommen, die direkt große Spenden dagelassen haben. Unglaublich viele Kanalmitgliedschaften sind an diesem Tag gedroppt worden, auch über die Tage hinweg. Ich muss sagen, Kanalmitgliedschaften war so das allerbeliebteste, was man da machen konnte. Auch das habe ich ehrlich gesagt schon so kommen sehen. Ich dachte, es werden weniger Spenden und viel, viel mehr Kanalmitglieder verschenkt. Mit dem Grund, also die DDA ist halt sehr sozial und ich glaube, die Leute, die da gespendet haben, hatten eine größere Freude daran, anderen irgendwas Gutes zu tun, indem sie halt Mitgliedschaften verschenken, als das Ganze jetzt als Spende aufzubauen, die halt niemanden so im direkten Sinne hilft, außer vielleicht mir. Gut, der Stream wird dadurch verlängert, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Eine Kanalmitgliedschaft hatte halt eben die Wirkung, dass andere, die zugeschaut haben, auch noch dadurch profitieren. Ich muss mal gerade ganz kurz gucken, was wir noch in unseren Räumen hier drin hatten. Also wir hatten hier die Kerzen, die habe ich mir... Ach, die Kerzen nehme ich mir auch noch mit.
Tische, Stühle und die Bücher. Aber die Tische und die Stühle stammen aus einer anderen Mod. Da muss ich gleich nochmal gucken. Die müssen wir uns zurecht craften. Also Federbuch müssen wir nochmal eben holen. Genau, da haben wir welche. Genau. Und ja, deswegen waren die Kanalmitgliedschaften auch der größte Faktor. Deswegen wurde der Stream, glaube ich, auch am ersten Tag um mehrere Tage verlängert. Also wirklich in 0, nichts ist da was in die Richtung explodiert und ach, ich hab's auch nicht mehr gerafft, Leute. Und da war mir schon klar, okay, das ist heftig. Am ersten Tag war ich noch echt voller Tatendrang. Also ich war die ganze Zeit voller Tatendrang, aber irgendwann natürlich auch einfach fertig mit der Welt. Und naja, man hat das vielleicht auch daran gemerkt, dass gerade am Anfang vom Sabaton, da habe ich oft die Kamera gewechselt, da habe ich oft die Perspektiven gewechselt. Wir sind ins Wohnzimmer, wir sind im Garten, wir sind wieder zurück. Wir haben ganz viele Aufgaben erledigt. Das war natürlich am Anfang vom Sabaton auch eine große Sache. Dass wir halt regelmäßig, aus welchem Material haben wir nochmal die Tische gebaut? Ich glaube auch Tropenholz, ne? Ich gucke nochmal eben. Dass wir am Anfang super, super viele Aufgaben hatten, die ich erledigen musste. Da waren auch einige cringige bei, einige, ja, weniger cringige und auch ein paar ganz tolle. Zum Beispiel durfte ich mir einmal ein Eis reinbuttern, Leute. Da hatte ich natürlich richtig Schwein gehabt. Oh, Kleiderschränke brauchen wir übrigens auch noch, Leute. Kleiderschränke und Vogelkäfige. Kleiderschränke, da kümmern wir uns mal eben, sonst vergesse ich das. Wie heißen die denn hier? Schrank, da haben wir ihn doch. So, dann nehmen wir auch mal 10 Stück von mit und Vogelkäfig. So, Vogelkäfig, da ist er, Leute. Sehr, 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 sehr gut. So, genau, jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Tische mitnehmen. Wo war ich gerade stehen geblieben? Sorry, Leute. Achso, ja, genau, die ganzen Aufgaben. Also, ich glaube, der Anfang vom Sabaton war sehr dynamisch. Also, sehr viele neue Sachen, die dazugekommen sind, die ich zuvor zum Beispiel noch nie gemacht habe, wo ich mich zum allerersten Mal dran probiert habe. Und das hat mich vor technischen Herausforderungen gestellt. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, wenn ihr dabei wart. Es gab oft die Situation, dass ich mit der Technik überfordert war, etwas nicht auf Anhieb geklappt hat, aber also am Anfang war ich noch so wie bei anderen Streams, dass mich das unter Druck gesetzt hat. Weil ich mir als Streamer natürlich immer denke, boah, wie ätzend muss das eigentlich für euch sein, euch sowas anzuschauen und zu sehen, weil man möchte ja unterhalten werden und dann einem Daniel dabei zuzusehen, wie er da bei der Technik irgendwie rumfailt, das ist wahrscheinlich auch nicht so das Allerwahre. Und deswegen hatte ich da bei normalen Streams schon oft Bammel und wollte das nicht, irgendwas Technisches im Stream mit euch machen. Eben aus genau diesem Grund, weil ich dachte, nee, das findet ihr langweilig und das ist doch doof und das kann ich nicht bringen. Bei dem Stream, muss ich sagen, war es nicht ganz so schlimm. Aus dem einfachen Grund, weil der Stream halt generell sehr, sehr lange ging. Und ich dadurch nicht irgendwie das Gefühl hatte, dass das dann jemanden stört. Weil, naja, also man hatte ja die Zeit. Man konnte sagen, okay, das ist jetzt vielleicht für den Moment blöd, aber der Stream geht ja lange und dadurch ist die Zeit ja nicht wirklich verloren, weil wir eh genug davon haben. Genau, und das war, glaube ich, für mich ein Riesengrund dafür, warum ich mir, ehrlich gesagt, dann ab einer gewissen Zeit, vielleicht am Anfang ein bisschen, aber später nicht mehr so wirklich Sorgen darum gemacht habe und auch mit der, ja, damit fein war, im Stream viel auszuprobieren. Und ich muss sagen, viele Dinge sind mir gut gelungen, auf Anhieb gut gelungen, andere Dinge haben sich ein bisschen gezogen, die waren nicht ganz so direkt so, wie ich es haben wollte. Ich erinnere da gerne nochmal an das HDMI-Kabel, das kaputt gegangen ist im Sabaton, aber auch die Kameraprobleme, die wir hin und wieder hatten. Komplett lost, Leute, war das Tonproblem vom Anfang, weil ich am Anfang vom Sabaton auch überhaupt nicht verstanden oder gecheckt habe, dass wir, also das wegen dem Ton, ich hatte das gar nicht im Kopf, also generell die ganze Tonfrage. Ich habe an so viele Dinge versucht zu denken, dass ich das Offensichtlichste einfach vergessen habe, weil, ja, wie soll man denn, also, hä? Also, den Ton zu vergessen, ist so das Dämlichste, was überhaupt passieren kann. Aber wir haben da ja schnell eine Lösung für gefunden. Wir haben da schnell Aushilfe gefunden und die hat auch gut funktioniert. Und da war ich dann auch sehr happy, dass da ja nichts irgendwie angebrannt ist in dem Sinne. Genau. Ja, das war also im Grunde echt cool, weil wir natürlich auch da viel gelernt haben. Auch für kommende Livestreams, die auf meinem Kanal erscheinen werden. Ich habe sehr viel Bock auf Kochstreams, ich habe sehr viel Bock auf Gartenstreams, aber die Gartenstreams zum Beispiel, die würde ich noch ein bisschen austüfteln, die waren jetzt noch nicht das Gelbe vom Ei, muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen, Leute, weil, ja, also ich fand zwar entspannt irgendwie, für mich war es auch wichtig, das im Sabaton zu machen, weil ich so mal rauskam, weil ich so mal in die frische Luft kam, aber ich war ja da nur irgendwie am Unkraut rausziehen und nebenbei ein bisschen am Rumlabern und so, ja, hab selber gemerkt, irgendwie ist das nicht mein Metier, irgendwie ist das so, fühlt sich das fremdkörpermäßig an.
Und deswegen, ja, habe ich auch beim zweiten Mal ganz oft gefragt, ja, Leute, war das jetzt okay für euch? War das in Ordnung oder findet ihr das langweilig oder so? Viele haben gesagt, nee, ist okay. Ich glaube aber, da hat auch mit reingespielt, dass viele halt eingesehen haben, dass mir das in dem Moment gut tat, dass mir das geholfen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein großer Grund dafür war, dass ihr dann gesagt habt, ja, dann macht das. Oder gibt es von euch jemanden, der sagen würde, doch, das war eigentlich das Allergeilste. Also diese Gartenaktion, die haben mich gefesselt. Gibt es so jemanden, der das hier von sich behaupten würde? Würde mich interessieren, Leute. Genau, ich will auf jeden Fall schon ein Best-of davon machen. Das habe ich am Anfang nicht geplant, bin ich ganz ehrlich zu euch, Leute, weil ich, naja, wie soll ich sagen, also ich habe halt gedacht, ja, ich war mir halt nicht sicher, wie cool das Ganze werden wird. Also ich dachte schon, dass es cool wird, das auf jeden Fall, aber ich dachte auch, okay, vielleicht habe ich nicht so viel Material, ich weiß nicht, war nicht so ganz gecatcht von der Idee, ein Best-of zu schneiden. Mittlerweile muss ich aber ganz ehrlich sagen, Leute, doch, ich will unbedingt ein Best-of machen. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern, weil das ja jetzt überhaupt nicht in meinen Zeitplan integriert war. Und dementsprechend muss ich mal gucken, wann das kommen wird. Ich bin ja jetzt ne, die Tage beim Elbenwald-Festival. Das alleine wird schon relativ aufwendig. Danach bin ich bei Bau die Burg. Danach bin ich bei Cinema Strikes Back oder andersrum. Muss ich nochmal auf meinen Terminkalender gucken. Ich fühle mich gerade sehr business unterwegs, also sehr business-like. Ist an sich auch cool. Ich mag das hin und wieder, es gibt mir Abwechslung im Alltag, vor allem weil das so ein bisschen meine Komfortzone kitzelt und ich glaube, es ist nie verkehrt, sich da ein bisschen ne, weiterzuentwickeln, aber trotzdem, ja, ist das halt zeittechnisch dann immer ein bisschen schwierig, deswegen hoffe ich mal, dass, dass dann alles gut funktioniert. Jedenfalls muss ich dann gucken, wann ich mit einem Best-of anfange, ich denke aber schon, dass es machbar wäre. Von daher warten wir es mal ab und ich werde euch da früh genug auf dem Laufenden halten, wie das Ganze aussieht und ob das dann halt klappt, genau. So, jetzt brauchen wir mal eben ein paar Papierstapel, die platsche ich mal eben dahin. So, und hier neben können auch noch ein paar hin. So, und da auch. So, wunderbar. Und hier auf dieses Ding setzen wir... keine Ahnung, setzen wir später irgendwas. So, jetzt bräuchten wir theoretisch noch einen Teppich, den habe ich vergessen. Ranken habe ich dabei, aber keinen Teppich. Hö, ist da vielleicht ein Teppich drin? Nee, aber Betten sind da drin. Die brauche ich natürlich. Gut, dann hole ich nochmal eben Teppiche und dann würde ich sagen, hole ich nochmal eben die Items, wo ich gerade gemerkt habe, dass wir da mehr von brauchen. So, Teppich hatten wir, glaube ich, irgendwo hier in der Kiste drin. Ja, da ist auch schon mal was. Sehr gut. Ja, ich fand es auch ultra cool, Leute, unsere Liebestreuaktionen, die wir im Sabaton gemacht haben. Da haben sich ja mega viele gewünscht, dass wir das mal wieder häufiger machen und ich muss sagen, gerade die ersten beiden Liebestreuaktionen waren der absolute Oberwahnsinn. Die anderen, die danach kamen, waren auch ganz nett, aber die haben jetzt nicht so All-Time-Erinnerungspotenzial. Ich würde sagen, die ersten beiden, die waren absolute Legende. Eins hat sich ja, also eine Liebestreuaktion hat sich sogar als Emoji im Live-Chat durchgesetzt. Der heilige Bernd, falls er euch noch was sagen sollte, war einfach der absolute Wahnsinn. Und ich habe super doll gefeiert. Auch, dass wir generell häufiger geradet wurden, auch teilweise von größeren YouTubern. Ich versuche den Namen jetzt mal zu nennen, aber ich glaube, ich sage den wieder falsch. Der IOSer, also IOSER, vielleicht sagt er euch was, aber vielleicht sagt euch auch Crocodile Andy etwas. Hat uns auch geradet in einem, Sabaton-Stream und das war auch ultra cool, dass die reingeschaut haben. Crocodile Andy hat selber gesagt in einer Szene, ja, dass ich mir irgendwas überlegen muss, weil ich sonst bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag streame bei meiner Community und da hat er auch absolut recht. Ich glaube, das war auch einer der Punkte, die mich da so ein bisschen wachgerüttelt haben, als er das gesagt hat. Also natürlich auch die Mods vor allem, auch meine Freundin zum Beispiel, die da auch mich versucht hat zu sensibilisieren, aber auch er, weil, ja, also als ich das so gelesen habe, Also, ne, das hat mir schon so ein bisschen zu denken gegeben, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, genau, deswegen nochmal liebe Grüße an Andy, falls er hier gerade zuschaut. Er ist ja auch der Grund dafür, dass ich bei Bau die Burg mitmache jetzt bald, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, hab ich ja auch schon eine Folge drüber gequatscht. Genau, dann habe ich ja apropos Bau die Burg, ich habe ein Tutorial bekommen, für World Edit im Sabaton. Da hat mir Ascuria erklärt, wie das alles so funktioniert.
Auch das habe ich mir eigentlich ganz gut gemerkt, denke ich. Ich hoffe mal, dass sich das dann einsetzen lässt von mir in der eigentlichen Baufolge selber. Aber ich werde es sehen und ich bin mal gespannt, Leute. Genau, ja, also das auch zu einem. Wir haben viel gekocht im Sabaton, wir haben sehr viel gekocht, eigentlich fast jeden Tag. Einmal haben wir uns Essen bestellt, beziehungsweise, einmal haben wir uns, glaube ich, Pizza bestellt. Und einmal haben wir bei der Pommesbude vorbeigeschaut, also ich in dem Fall. Fand ich auch ganz witzig, weil, ne, Currywurst Pommes ist ja auf dem Kanal ein Insider. Und deswegen fand ich es irgendwie auch witzig, da mit euch, einmal Currywurst Pommes zu essen. Wobei man sagen muss, ihr habt uns dabei jetzt nicht zugesehen. Das war auch etwas, was ich beim Sabaton gemerkt habe. Beim Essen zuschauen lassen ist etwas, das greift schon irgendwie sehr in die Privatsphäre ein. Man mag es nicht glauben und denkt sich so, was, ist doch gar nicht so wild, aber doch. Ist schon nervig irgendwie und ich kann auch absolut meine Freundin verstehen, die dann die Krise gekriegt hat, weil, ja, beim Essen zusehen lassen. Also ich fand das auch am Anfang ein bisschen blöd, also ich fand den Gedanken blöd, dass wir das machen, aber hab gedacht so, ja komm, dann schaue ich mal drüber hinweg, aber ich habe auch gemerkt, dass es nicht so meins ist und ich glaube, in Zukunft würden wir das auch rausnehmen beim Sabaton, vor allem, weil ich das richtig, eigentlich sogar eklig finde, nicht nur für meine Position, sondern auch für eure, jemanden beim Essen zusehen zu müssen. Weiß nicht, finde ich ein bisschen weird und ich glaube, das würde ich in Zukunft beim Sabaton anders machen. Genau, und was ich in Zukunft, beziehungsweise das heißt in Zukunft, ich habe ehrlich gesagt schon nicht mehr vor, noch einen zu machen, Leute. Ich weiß, ich habe im Stream noch Wiederholungen gefragt, ein paar waren dafür, einige waren dagegen, weil es eine einmalige Sache bleiben sollte und ich glaube, die meisten, die waren eher dafür, dass es schon mal nochmal passieren kann. Aber in einem sehr, sehr großen Abstand und Rhythmus. Also, da wurde teilweise alle 3 Jahre gesagt, alle 4 Jahre, teilweise auch alle 10 Jahre. Und im Nachhinein, also ich habe am Anfang gedacht, ja, doch, ganz geil, so einmal im Jahr das zu machen. Ich verstehe aber erstens die Gründe, warum die Moderatoren da die Krise kriegen würden. Ich verstehe aber auch eure Gründe und ich verstehe jetzt auch langsam, warum ich das vielleicht auch nicht so ganz geil gefunden hätte. Weil, es halt doch sehr anstrengend ist und ich... Ich glaube, was mich da im ersten Moment so gecatcht hat, warum ich das so vorhatte oder gedacht habe, war, dass gerade die Endvibes vom Sabaton mich so sehr auch an den 24-Stunden-Stream erinnert haben, so ein bisschen zumindest so eine Mission, die man als Community gemeinsam geschafft hat, wo man gemeinsam da eine Aufgabe hatte, die verfolgt hat und die dann, ne, so endete. Also es hat mir sehr schöne Vibes gegeben und irgendwie im Eifer des Gefechts und weil ich gerade irgendwie voll motiviert war, habe ich das dann halt erzählt. Aber ich muss sagen, Leute, ihr habt vollkommen recht, dass sowas etwas Besonderes bleiben sollte. Und deswegen werden wir da auch etwas Besonderes draus machen und es auch besonders lassen, indem wir halt da nicht Hand anlegen und das jetzt nicht jedes Jahr bringen. Also da bin ich jetzt auch eurer Meinung. Und da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, dass das jetzt häufiger passiert. Genau. Ja. Was sind meine liebsten Momente aus dem Sabaton? Meine absoluten Favorites? Boah, das ist relativ schwer zu sagen, weil es halt so eine Fülle war und so viele Tage und ich gar nicht mehr richtig im Kopf habe, was da jetzt genau das war, was mich am allermeisten gecatcht hat. Ich glaube, vor allem war es die Tatsache auch, dass... Ja, also ich würde das jetzt nicht auf Platz 1 setzen, aber ich kann auch kein Ranking dazu machen. Wie gesagt, Leute, das finde ich etwas schwierig und, weiß nicht, kann ich einfach nicht. Es gibt zu viele. Aber was ich mega schön fand, dass auch viele, viele alte Zuschauer dabei waren. Ich habe Namen gelesen von Leuten, wo ich dachte, die kommen nie wieder, die sehe ich nie wieder im Live-Chat. Und sie waren trotzdem da und haben mal kurz Hallo gesagt oder auch teilweise sogar länger zugeschaut. Das hat mich wirklich gefreut. Und ja, das fand ich ganz, ganz toll. Dann natürlich generell die Interaktion untereinander, die von euch hier wieder gepflegt wurde. Das fand ich auch super, super schön, dass wieder viele miteinander kommuniziert haben. Dass, generell auch wieder dieses Community-Feeling so unglaublich stark spürbar war. Das fand ich auch super, super toll. Und, auch, dass wir es so lange durchgezogen haben. Ich fand auch die DayZ-Runden abends, die finde ich auch, die haben auch ihren Reiz gehabt. Auch wenn das natürlich nicht für alle etwas war. Aber ich sag mal so, vielen hat es auch gefallen, selbst wenn sie das Spiel vorher noch nicht kannten. Einfach weil, es wie eine Tradition in der Nacht wurde. Also ich habe ja dann nachts immer ganz, ganz viel noch DayZ gezockt, bis teilweise 4 Uhr morgens. Und da hat sich auch eine super tolle Truppe gefunden, die da mitgemacht hat. Und ja, das war auch ein absolutes Highlight. Ich habe mich sogar teilweise tagsüber gefreut auf den Abend mit DayZ. Also das war wirklich schön. Und auch das war etwas, was ich im Sabaton oder mit dem Sabaton verbinde. Genau. Wie gesagt, das ganze Kochen fand ich richtig toll. Die Aufgaben teilweise fand ich toll, manchmal waren sie auch übelst cringe, aber naja gut, das war ja abzusehen, dass es passieren würde.
Ich fand die verschiedenen Spiele, die wir zusammen gemacht haben, super, super cool. Und alles in allem, Leute, würde ich dem Sabaton eine 9 von 10 geben. Es sind nicht alle Sachen glatt gelaufen, aber die Dinge, die nicht glatt gelaufen sind, die haben mir trotzdem etwas beigebracht und haben mir trotzdem gezeigt, wie es in Zukunft besser machen kann. Und ich glaube, auch wenn etwas nicht auf Anhieb gut funktioniert hat, wird es für die Zukunft einen Mehrwert haben, dass ich dann in Zukunft besser, ja, mit gewissen Dingen umgehen werde und auch vor allem die Livestream-Qualität und auch die Diversität der Livestreams in ihren Formatreihen, mehr diversifizieren werden. Also, dass wir mehr unterschiedliche Streams machen werden, mehr andere Streams. Vor allem auch, dass ich mir diese Mikros gekauft habe, diese kabellosen, die Funkmikrofone, bereichern die zukünftigen Livestreams enorm und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mich getreten habt, das zu machen, weil diese Mikrofone, ja, sind der absolute Wahnsinn und ich werde die auf jeden Fall häufig nutzen. Ja, Leute, also ich könnte noch stundenlang über den Sabaton reden, es ist so viel passiert. Es wird aber ein Best-of geben und alle, die nicht dabei waren oder alle, die das nochmal Revue passieren lassen wollen, die können sich schon mal darauf freuen. Es wird ein bisschen dauern, ich meine, bei 114 Stunden Aufnahmematerial ist das natürlich etwas schwierig, alles so herauszuklamüsern. Aber ich werde mich anstrengen und werde mir Mühe geben und es wird gewiss noch den ein oder anderen geben, der auch ein Best-of machen wird, das ich euch dann natürlich auch gerne ans Herz legen werde. Genau, Leute, in diesem Sinne hoffe ich, die heutige Folge hat euch Spaß gemacht. Wir haben es zumindest geschafft, zwei Schlafräume komplett einzurichten. Einmal der hier und den da drüben, den habt ihr ja schon gesehen. Und ja, gefällt mir auch sehr, wie es aktuell aussieht. Endlich haben wir euren Wunsch erfüllt, 5 Betten in jeden Schlafraum zu setzen. Ich hoffe, ihr seid glücklich damit. Und genau, so, aber es fehlt natürlich trotzdem noch einiges, deswegen hoffe ich mal, dass wir vielleicht für die nächste Folge, naja, jetzt sind gerade nur Nevi und ich hier online, vielleicht im Deadorf sind noch ein paar, müssen wir mal gucken, aber dass wir noch ein paar mehr Leute ranholen, damit das hier ein bisschen besser funktioniert. Vielleicht hat auch Nevi Lust, muss ich mal gleich fragen. Aber ja, Leute, in diesem Sinne wünsche ich euch allen erstmal einen wundervollen Tag. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Haltet die Ohren steif und bis dann. Haut rein und ciao!